So, hallo. Wie ich von euch weiß, möchtet ihr mehr über das Thema Familie wissen. Ihr seid an dem Thema Familie interessiert. Und ich spreche jetzt über meine Familie und meine Heimat noch mehr. Und natürlich verbinde ich das gerne etwas mit Grammatik, wie ihr noch merken werdet. Ich bin in Halle an der Saale, das ist ein Fluss, geboren worden. Das ist in Sachsen-Anhalt. So, und in der Zeit, als ich geboren wurde, war Deutschland noch ohne Mauer, noch ganz, aber es war schon geteilt als Bundesrepublik Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, also es hieß auch BRD, Bundesrepublik Deutschland, BRD, und das war 1949. Da hat der eine Teil sich Bundesrepublik Deutschland genannt und dann im selben Jahr hat sich der andere Teil Deutsche Demokratische Republik genannt, auch DDR, Deutsche Demokratische Republik, DDR. So, und wie ihr jetzt schon auf der Karte sehen könnt, lebte meine Familie in dem Teil der DDR und die gesamte Familie von meinem Vati und meine Mutti, wo sie geboren war, war in der BRD. Das war zu der Zeit, als ich geboren wurde, noch kein großes Problem, aber es wurde ein sehr großes Problem 1961. 1961 wurde zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland wurde eine sehr große, starke Mauer gebaut und man konnte sich nicht mehr besuchen, man konnte nicht mehr nach Westdeutschland fahren und es war nicht nur die Trennung zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland, die Hauptstadt Berlin wurde auch getrennt. Rings um einen Teil von Berlin wurde eine Mauer gemacht. So, ihr seht es an der Mappe. Die Mauer zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland, BRD, DDR und Ost-Berlin und West-Berlin. Rings um West-Berlin wurde also auch so eine Mauer gemacht. Die war sehr hoch, über 3 Meter. Und wenn jemand versuchen wollte, über die Mauer zu kommen oder in die Nähe der Mauer zu kommen, dann wurde man erschossen. Also es war nichts mehr erlaubt. So. Und mein Vati, er hatte in Halle eine kleine Firma. Er war Handwerker. Er arbeitete mit Metall. Und meine Mutti, sie hat Durchnähen und Stricken
alle unsere Kleidung gemacht. Wir hatten zwei Häuser. Ein Haus, das war mit der Werkstatt. Und weil die Firma so klein war, dann konnte man auch Werkstatt sagen. Und das andere Haus, das hatte einen wunderschönen Garten. Und weil der Garten so schön war, dann konnte man auch sagen Park. Also es war wirklich sehr schön und sehr groß, so groß wie ein Tennisplatz, ungefähr so groß. So, aber das Leben in der DDR war nicht einfach. Das war nicht, man konnte nicht lesen, was man wollte, man konnte nicht Musik hören, welche man hören wollte. Rock'n'Roll-Musik war nicht erlaubt. Und so, man konnte nicht verreisen, wohin man wollte. Und vieles mehr. Und deshalb hatte ich, als im Jahre 1975 mich ein Freund, der in West-Berlin wohnte, er hatte mich gefragt, ob ich auch dorthin will. Und dann sagte ich, ja, klar. Und dann hatte ich Glück und wurde Flüchtling in einen Kofferraum von Halle nach West-Berlin. So, das war also auch eine Flucht. Und ja, und zum Glück war dann am 9. November 1989 das alles vorbei und die Familie konnte sich wieder sehen und die Mauer wurde beseitigt durch die friedliche Revolution, also keine Waffen, keine Toten, keine Verletzten. Es war einfach Glück, dass die Mauer dann wieder weg war. Und Deutschland wurde dann wieder eins. Und das heißt dann jetzt einfach nur noch Deutschland. So, ich hoffe, das war etwas interessant für euch, über meine Familie und meine Heimat zu hören. Und jetzt machen wir gleich noch weiter mit dem Teil der Grammatik. Also, ich lasse jetzt noch die Wörter stehen und ihr könnt es euch aufschreiben und lesen üben. Und dann bis gleich.